Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Kinder-Yoga-Runde mit Nicole. Ich habe heute wieder einen Mitmachreim für euch. Es geht um das Thema Frühling und um den Teich. Wir starten, indem ich euch wieder die einzelnen Haltungen und Übungen erkläre und du kannst jetzt gleich mitmachen. Und dann folgt der Reim mit den entsprechenden Haltungen. Wir starten im Stehen und komm einmal auf deine Unterlage, stell dich ganz bequem hin. Wir begrüßen die Sonne und zwar streck dazu einmal deine Arme nach oben in einem großen Kreis. Streck dich nach oben durch und dann senkst du deine Arme wieder ab. Das kannst du gerne 2-3 Mal so machen. Die Arme nach oben ziehen, mach dich so groß du kannst und wieder nach unten. Noch einmal so. Und wieder nach unten. Sehr gut. Die zweite Gruppe, die uns begegnet, sind Vögel. Und dazu legen wir die Hände auf die Schultern und kreisen einmal mit unseren Schultern, bewegen unsere Arme kreisförmig vor und zurück. Wie die Vögel lassen wir hier unsere Flügel schlagen. Vor und zurück. Noch einmal so vor und zurück. Wunderbar. Löse deine Arme auf. Die nächste Einheit, die wir machen, ist das Thema Riechen und dazu ziehst du einmal deinen Kopf nach links und nach rechts, so als würdest du die ganze Welt riechen wollen, nach links und nach rechts. Wunderbar, komm wieder hoch. Wir müssen uns auch einmal ausstrecken und so richtig groß machen in alle Richtungen. Du kannst dazu auch einmal auf einem Bein balancieren, dabei gähnen. So laut du kannst, auch mal nach rechts und links drehen, so richtig alles in die Länge ziehen. Sehr gut. Unser erstes Tier, das uns begegnet, ist der Frosch. Und dazu kommst du einmal nach unten in die Hocke. Den Frosch kennst du bestimmt schon. Der Frosch hat die Hände zwischen den Knien am Boden. Die Füße sind außen, neben den Händen. Wenn deine Fersen den Boden jetzt nicht berühren, keine Sorge, das ist nicht schlimm. Und dann beweg einmal deine Hüfte von links nach rechts. Schauke ein bisschen hin und her. Sehr gut. Vielleicht möchtest du auch einmal nach links und nach rechts hüpfen. Einmal in der Mitte hüpfen und einmal nach oben hüpfen. Wunderbar. Wir kommen zum nächsten Tier, dem Reiher. Und der Reiher ist ein ganz lustiges Tier. Und zwar setzen wir uns dazu erst einmal auf beide Fersen. Und jetzt strecke einmal das rechte Bein nach vorne aus. Du kannst dich gerne mit dem Po nun neben deine Ferse setzen, sodass du kontrolliert am Boden sitzt. Und jetzt greife einfach mal deinen Fuß und streck das Bein nach vorne aus. Wunderbar. Wenn dir das wehtut im linken Fuß, dann kannst du dich natürlich auch im Schneidersitz hinsetzen. Also dein Bein ist innen. Und wir strecken den rechten Fuß nach außen aus. Das Ganze kommt 2-mal in meiner kleinen Geschichte vor. Einmal machen wir das Ganze mit dem rechten Bein und einmal machen wir das Ganze mit dem linken Bein. Das nächste Tier, das kommt, ist die Libelle. Und die Libelle ist eine sitzende, breite Grätsche. Setz dich dazu einmal in einer großen, breiten Grätsche auf und stütz dich mit den Händen vor dir ab. Je nachdem, wie weit du nach unten gehen kannst, kannst du dich auf den Unterarmen aufstützen oder auch einfach die Hände gestreckt lassen. Noch hier, bewege einmal den Oberkörper hin und her. Sehr gut. Uns begegnet auch eine Schlange, nämlich die Schlange Susi. Und die Schlange kennst du bestimmt auch schon. Dazu legst du dich auf den Bauch, stellst die Hände neben deiner Brust auf. Und was Schlangen immer ganz gerne machen, ist den Kopf nach oben strecken. Und das Ganze machst du jetzt auch einmal. Stütz dich mit den Händen auf und richte dich auf. Sehr gut. Schau einmal zur linken und einmal zur rechten Seite.
Wieder zur Mitte und lass dich nach unten ab. Wunderbar. Komm wieder nach oben in den Sitz. Und jetzt sind wir schon beim letzten Tier angekommen, das uns begegnet, der Schmetterling. Und dazu legst du deine Fußsohlen aufeinander, hältst dich fest und lässt die Flügel schlagen. Noch ein, zweimal hier. Und dann sind wir jetzt auch bereit für die kleine Geschichte. Ganz am Ende setzen wir uns im Fersensitz hin, schließen die Augen und träumen von den Erlebnissen. Als kleine Idee, wenn du möchtest, kannst du natürlich gerne nach dieser kleinen Einheit dir ein Blatt Papier schnappen und deine Gedanken und Ideen darauf aufschreiben. Und jetzt möchte ich nicht mehr viel reden. Lasst uns beginnen. Kommt nach oben in den Stand. Der Morgen ist noch jung. Die Sonne geht gleich auf. Hallo, liebe Sonne. Ich bin wohlauf. Man kann die Vögel hören. In den schönsten Tönen. Der Tau riecht frisch und kühl, den Schlaf ich in den Knochen fühl. Ich strecke und recke mich, atme tief ein und aus. Da kommen schon die ersten Tiere heraus. Der Frosch am Teich fröhlich quakt und sitzt, hüpft nach rechts, hüpft nach links und mit einem großen Satz in das Wasser, dass es nur so spritzt. Der Reiher stolz am Wasser steht, hebt den Kopf und schaut sich um. Sieht zwei Libellen tanzen, summ, summ. Die Sonne nun den Tag erweckt, sich alles voller Leben reckt. Da kommt die Schlange Susi und schlängelt sich durchs Gras. Sie hebt den Kopf und schaut sich um. Das macht ihr großen Spaß. Sie sieht den Frosch, sie begrüßt den Frosch. Quak, quak. Den Reiher sagt sie, guten Tag. Und sie sieht auch die schöne Libelle, summ, summ. Auch die Schmetterlinge flattern durch die Luft, verträumt in all dem Blumenduft, fliegen von lila zu pink, rosa zu gelb, unter diesem wunderschönen Frühlingszelt. Ich ruhe mich jetzt aus, setz mich hin. Inmitten des Frühlings ich bin, schließe meine Augen, kann den Atem hören, den Frühling riechen, träum von Blumen, Tieren und Wiesen
sitze noch eine Weile still da. Ach, wie wunderbar. Vertiefe nun deinen Atem und öffne deine Augen. Wir nehmen die Hände aufeinander vor dem Herzen zusammen. Vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Namaste. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann verlinke ich dir einmal hier neben mir noch ein anderes Kinder-Yoga-Video und auch meine Kinder-Yoga-Playlist. Und wenn du keine weiteren Yoga-Videos mehr von mir verpassen möchtest, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Damit unterstützt du meine Arbeit hier auf YouTube und natürlich auch einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Malen, beim Spielen, beim Basteln, was du jetzt für Ideen hast, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf der Matte. Tschüss!